hat alle Musikrechte der kommenden Projekte von The Game. Doch seitdem hat... What the fuck, ey, Amerika ist manchmal krank, Bro. Solange das Urteil noch rechtskräftig ist, kriegt The Game keinen Cent mehr für seine Musikeinnahmen. Wow. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club. Ah ja, da gab's ein Video über The Game von dem Ben Bugatti wieder. Wie der Rapper The Game seine Karriere verloren hat, Digga, 3 Minuten. Das habe ich so angezeigt bekommen und hab mir gedacht, boah, das interessiert mich jetzt aber. It's funny to me when a motherfucker reads Shade Room and be like, oh, Game lost 7 million to a bitch. That bitch don't got a dime. It's a lying bitch making up a story and that shit is fucking crazy because I had a fucking dentist appointment and I missed court that a judge would give a bitch like a judgment for 7 million. How I look. You know, you should see how I came. We good, man. I'm not giving that bitch nothing on camera, nigga. I'm broke. Okay. Im Jahre 2016 filmt The Game eine Reality-Show namens She Got Game. Eine Show, die so ähnlich ist wie The Bachelor, in dem The Game einen Haufen von Frauen um sich herum hat, die... Gute Inspiration gerade die Folge hier. Gute Inspiration. We need to do that in German, or no? Alle um sein Herz kämpfen. Eine der Kandidatinnen war Priscilla Rainey. Sie gibt vor Gericht an, dass der Rapper sie zu einem Date in ein Restaurant in Chicago gerufen hat. Sie dachte erst, es wäre ein Teil der Reality-Show und ist zum Date gegangen. Dort angekommen waren aber keine Kameras und kein Team zu sehen. Nur The Game, der angeblich in einem alkoholisierten Zustand gewesen sein soll. Bei dem Date soll dann The Game sie belästigt haben und seine Hand unter ihre Hose gedrückt haben. Dort wollte er sie dann stimulieren, um es mal milde auszudrücken. Dort wollte er sie dann stimulieren, um es mal milde auszudrücken. Aber macht er nicht über sowas Witze eigentlich, Digga, wenn sie das nicht wollte? Aber wie der es ausgedrückt hat, fand ich gerade lustig. The Game, der auch eine Aussage machen soll, erscheint nicht vor Gericht. Aufgrund dessen wird er dann schuldig gesprochen und muss über 7 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Damit The Game das Geld auch ehrlich zahlt, bekommt sie die Rechte des letzten Albums von The Game namens Born to Rap und das Recht von The Games Label namens Prolific Records. Das heißt im Klartext, Priscilla Rainey hat alle Musikrechte der kommenden Projekte von The Game. Doch seitdem hat... What the fuck, Digga? Weil er nicht zum Gericht ist, ey, Amerika ist manchmal krank, Bro. What the fuck, Alter? Wie kann das sein, dass die Rechte von seinem ganzen Album, nur damit er das Geld bezahlt quasi, die Rechte an seinem Album und an seinem Label bekommt, Bro? Bin ich 1 Cent bekommen. Denn kurz nach dem Urteil postet The Game 3 Buchstaben, die beschreiben sollen, was er vor dem Urteil hält. Und zwar SMD. SM. Shake my head, ne? Heißt suck. Nee, suck my dick. Den Rest könnt ihr euch, glaube ich, denken. Die Kosten von The Games letzten Album waren so hoch, dass die Kosten bis heute nicht gedeckt wurden und Rainey aufgrund dessen noch keinen Cent bekommen hat. Kurz nach dem Urteil. Was? Krass, Digga! Das Album ist gar nicht im Plus, Digga. Gibt The Game bekannt, dass Born to Rap sein letztes Album war. Und jetzt wisst ihr auch ganz genau warum. Solange das Urteil noch rechtskräftig ist, kriegt The Game keinen Cent mehr für seine Musikeinnahmen. Oh. Das letzte, was The Game dazu gesagt hat, war, die Tuse macht voll die Story. Das ist einfach verrückt. Ich hatte einen Zahnarzttermin, konnte nicht vor Gericht und die Jury lässt mich aufgrund dessen 7 Millionen Dollar zahlen. Aber ich gebe der Tuse gar nichts. Wenn ich sie jedenfalls angefasst hätte. Aber ich war nicht mal in der Nähe von der Tuse. Bis heute sieht es so aus, dass The Game aufgrund dessen nie wieder Musik machen wird. Falls sich irgendwas bei dem Ganzen ändern sollte, lasse ich euch das natürlich wissen. Digga, krass, Bro. Diesmal nur ein krasse Information. Video. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich euch aufkläre, was genau mit The Games Karriere abgelaufen ist. Das ist krass, Digga. Also das wusste ich nicht, Bro. Boah, das ist auch voll traurig, Digga. Und es ist auch wieder so ein komisches Amerika-Ding mit Jury, dass die Jury da irgendwas entscheidet, dass ein Album Rechte von einem Album und von einem Label übertragen wird und so. Ist crazy, Bro. Die Tuse, Alter. Tuse den Motherfucker. Ich frag, also das Einzige, was man halt auch sagen muss, dass die Informationen jetzt von meiner Seite jetzt nicht verifiziert sind, ne? Ich vertraue da an der Stelle dem Ben hier, dass der die richtigen Informationen rausgesucht hat, aber die sind jetzt, also ich habe diese Informationen nicht verifiziert, aber ich finde es auf jeden Fall crazy, weil The Game für mich auch
Weiß ich nicht, Digga. Ich fühle The Game auch krass. Ich glaube, wenn The Game irgendwas passieren würde, dann wäre ich auch, würde mich das extrem mitnehmen. Ich habe da jetzt auch im Internet noch gar nicht drüber geredet, aber die ganze Sache mit DMX, ich habe wirklich eine Woche lang oder zwei Wochen lang ging es mir nicht gut, Bro. Ich habe wirklich, Digga, teilweise einfach DMX gehört, die Box ganz nah an mein Ohr gehalten und angefangen zu weinen, so. Weil ich da irgendwas gespürt habe, irgendwie so, weißt du? Und ich glaube, wenn The Game ist auch für mich irgendwie, ich fühle da irgendwie was Krasses, so. Wenn da was passieren würde, wäre ich, glaube ich, auch richtig, 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 richtig traurig. Und ich bin auch traurig, dass der Brother muckemäßig nicht mehr weitergemacht hat, Bruder. Und crazy. Wenn das der Fall ist, also wenn das der Grund ist, hier mit der Ollen und so, crazy, Bro. Crazy. Ich habe selbst einen Kumpel gehabt, der war 6 Monate in U-Haft wegen angeblicher Vergewaltigung und ist dann wieder rausgekommen und war danach balla balla, Bruder, und hat dieser Frau nie was angetan, Dicker. Überleg mal. Krass. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema gewesen, Bro. Danke an Ben, Alter, für die Information. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bleib am Ball, Bro. Ich bin der Highste im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club.